Hallo und herzlich willkommen zurück im Haukenland. Wie ihr unschwer erkennen könnt, ich bin im Twilight und lasse mal wieder abfarmen hier. Ich nehme noch mal ein paar Ressourcen mit und dann werde ich mich direkt rüber begeben in die Pyramide, um die weiter verarbeiten zu lassen. Und bei der Gelegenheit werde ich dann auch noch mal ein paar... Ich glaube, ich habe noch meine Voice an hier. Augenblick. Die muss ich mal eben abstellen. So, zack. Nämlich gerade noch ein bisschen Streams geguckt. Selber. Und ich glaube, da fliegen gerade die Düsals raus hier. Oh, schon despawned. Na gut. Dann wollen wir mal zurück in die Pyramide. 128 Holz habe ich auch noch. Oh, ist schon fast wieder dunkel. So, Ressourcen. So, schön gemischt. Sonst haben die Golems einfach zu viel zu tun. Die Setzlinge. Ja, wo waren sie denn? Da. Schwupp. Ja, hier ist auch die Reihe bald voll. So. Ansonsten habe ich eigentlich gar nicht so viele. Dann wollte ich Saphirblöckchen machen. Habe ich im Grunde 8 zu wenig, glaube ich. Irgendwie so war das. Ich denke auch nicht, dass ich noch welche hier habe. Warum regnet das eigentlich? Schäbig. Ich hätte noch einen machen können. Ist jetzt aber auch egal, lassen wir mal. 56 Cover sollte ich da jetzt rausbekommen und vielleicht, wer weiß, könnten die schon ausreichen. Ich muss mal wieder mein Höschen aufladen. Das ist doch schon arg in Mitleidenschaft gezogen. Einfach mal alles voll. Und ich glaube, dann lege ich mich mal ins Bett. So, kann ich noch einen Schluck trinken. Wohl sein. Keine Kohle mehr. Aber ich glaube, ich habe jetzt Tasche auch nichts mehr. Nehmen wir einfach die 44 hier mal raus. Das ist wieder so ein Fall, wo man dann auch schon mal Kohle braucht. Weil ich invertierte Roadlamps in nächster Zeit eigentlich seltener gebrauchen werde, denke ich mal. Können wir eben gucken, wie das hier mit dem Tin aussieht. So ein paar Stacks passen da ja sogar noch rein. Aber es Tinblöcke ohne Ende. Wie sieht Kupfer aus? Auch wenn man sich das mal anguckt. Da kann ich wieder reichlich Sachen bauen. Müsste ich eigentlich auch, denn in diesem neuen Erdhügel, den ich da quasi halbwegs umgebaut habe mit dem Atomreaktor bisher, da werde ich dann auch irgendwann mal Maschinerie installieren müssen. Da brauche ich dann am besten auch einen Energy Container, einen Recycler und am besten dann auch einen Massenfabrikator. Natürlich auch die Sache, wie sich das dann in der nächsten Version entwickeln wird. Dr. Snone und ich hatten uns quasi jetzt letzte Tage, gestern glaube ich, verabredet, in der kommenden Woche am Freitagabend dann vielleicht mal hinzugehen und die IDs so rauszusuchen, die wir brauchen, um die dann nachher letztendlich mit Midas Gold ändern zu können. Um dann nachher letztendlich ein reibungsloses Update durchführen zu können. Und
jetzt würde ich mal sagen, kann ich mich ja eigentlich mal zum Schlösschen porten. Vielleicht sollte ich noch einen Happen Erde mitnehmen. Machen wir das mal so. So. Axt brauchen wir dann gleich erstmal nicht. Später vielleicht, wenn ich dann noch dann am Eingang weiterarbeite. Beziehungsweise ich könnte ja auch mal hingehen und mal so ein paar Bilder machen. Die hänge ich dann einfach schon mal im Flur auf. Und zwar brauche ich dafür Wolle. 32 Bilder wäre glatt übertrieben, aber mal so ein paar im Petto haben ist ja grundsätzlich nicht verkehrt. Ich muss nur gucken. Ich werde sicherlich auch noch da einige Türen einsetzen. Ups. Ach komm. Machen wir mal. Mal zumindest erstmal 8 Bilder machen. Eigentlich hätte ich noch ganz gerne mehr. Mal 16 Bilder. Müssen wir uns dann mal entsprechende Paschike aussuchen. Und hier muss ich sicherlich noch den einen oder anderen Filter updaten. Hier diese Kürbisgeschichte, dass die keinen Filterplatz haben, das wundert mich. Könnte ich ja vielleicht sogar hier einräumen, aber ich glaube, die sind bei den Lebensmitteln mit dabei, wenn ich das richtig hatte. Oder auch nicht. Sag mir nicht, ich hab die. Kürbisse? Echt keine Kürbisse? Hier wäre aber auch gar kein Platz mehr im Filter. Nicht mal gescheit durchgucken, aber einen Block hinsetzen. Naja. Der Filter ist auch voll. Hallo Brian! Kürbisse, Kürbisse. Die ganzen Schienensammlungen. Zerbreche ich mir jetzt den Kopf hier über Kürbisse. Ganze Gammelfleisch habe ich schon umgewandelt. Hier ist auch ziemlich viel Plörren drin. Aber wo packe ich die Kürbisse hin? Kann ja auch quasi Lampen rausbauen aus den Kürbissen. Oder Lebensmittel. Oh, hier habe ich noch invertierte weiße Lampen. Das ist sehr gut. Sollte ich mir merken. Das ist mit Sicherheit eine Session in den... eine Stunde Arbeit oder so. Für die Maschinerie, würde ich mal sagen. Ja, Tempel des Pythagoras. Das sollte ich mir mal aufschreiben für den 24-Stunden-Stream. Warte mal, das machen wir mal eben. Labyrinth. Brauchen wir nicht, haben wir also schon. Sehr gut, gut. Dann würde ich sagen, bevor der Tag wieder direkt um ist, erstmal ein Schlösschen und dann wollen
mal gucken, ob wir das Türmchen da nicht fertig gebaut kriegen. Jetzt habe ich aber natürlich auch gar nicht nach meiner Batterie vom Ring geguckt. Ist ja schon ziemlich fortgeschritten. Flugring. Batterie sieht gut aus. Ich würde mal behaupten, das sollte reichen. So viele brauchen wir nämlich gar nicht mehr. Dann oben noch den Deckel drauf. Fertig. Sehr schön. Yippie. Ja, für die Türmchen, wie gesagt, da muss ich mir auch nochmal was überlegen. Vor allen Dingen auch, was so oben angeht. Boing. Ah, ich habe meine Hose nicht an. Ich bin ja ganz nackt. Wie unüberlegt von mir. Habe ich das echt direkt schon wieder vercheckt? Ja, das kann nicht wahr sein. Dann machen wir erstmal hier mal so ein paar Bilder hin. Hier so vielleicht. Viel zu groß. Ab. Nur die riesen Bilder jetzt. Ja, sowas hier zum Beispiel. Und dann später hier drin. Viecher. Warum geht das nicht ab? Na super. Gerade die riesen Dinger und jetzt... Ist cool, aber hängt leider... 2, 3. Müsste ein weiter links hängen. Das ist da alles doof. Hallo? Irgendwie stimmt die Physik der Bilder überhaupt nicht. Wenn man denn da überhaupt von Physik reden möchte. Ja, komm, lasse ich jetzt einfach so. Klein. Jetzt hätte ich gerne das andere nochmal. Dass das auch so random sein muss immer. Das sieht aber auch nicht schön aus. Jetzt
gleichzeitig mal. Da so mal was hinhängen. Toll. Wasser bei Nacht. Ah. Ja, das ist doch mal cool. Kann man so lassen, glaube ich. Genau, das wollte ich auch haben. Mal gucken, ob es nicht nur irgendwelche anderen größeren gibt. Physik? Nein, danke. Lassen wir es mal hängen. Im Zweifelsfall können wir uns ja da später nochmal drum kümmern. Wenn die Bilder nicht zusagen sollen. Ja, Notch ist ganz nice, aber der hängt ja auch schon in Sandhaufen. Dass man sich da echt nicht verschiedene Bilder bauen kann. Müsste mal einer modden. Dass mit jener Farbe der Wolle dann ein Bild generiert wird. Ein bestimmtes. Oh, das ist ja cool. Jo, gekäuft. Wasser bei Nacht. Wäre natürlich auch witzig, wenn man sich da so echte Gemälde oder so reinmachen würde. Oder so ist gut. Ja, echte Sachen halt. Mal so ein Klassiker, so ein Klimt. Vielleicht die zerlaufenden Uhren von Picasso oder sowas in der Richtung. Wäre da auch mal ganz witzig. Vor allen Dingen auch im Grunde selbst ironisch. Also so viel Zeit, wie ich hier schon versenkt habe, wäre dieses Gemälde doch recht angebracht. Bin ja eh Fan von impressionistischen Sachen, aber auch so, ja... Weiß gar nicht, was es ist. Expressionistisch. Ah, hatten wir schon. Muss schon mal was Neues her, was Frisches. Komm. Ballons. Und hier, da war ich bei meinen großen Ballonabenteuern. Und hier, da habe ich mal Blümchen gepflückt. Damit könnte man auch einen 24-Stunden-Stream füllen mit sowas. Das Bild hin. Dachte gerade, da hinten steht ein Vieh. Ist aber nur meine Werkbank. You are fucking kidding me. Kann doch nicht wahr sein.
mich dann jetzt auch leid. Obwohl, dann müssen wir schon irgendwas hinhängen und sieht da nicht aus. Hatten wir auch schon. Bloop. Hey! Nicht symmetrisch, ne? Gar nicht. Alles andere als. Da müssen wir jetzt mal mit leben. So, wer hat sich denn hier zerlegt? Oh, oh, hallo! Verpiss mich mal. Besser ist das, glaube ich. Ja, das ist natürlich echt neckisch. Kommt mir irgendwie bekannt vor, aber ich kann es gerade nicht einordnen. Und außerdem stehen geblieben. Hier bei der Treppe. Vielleicht sollte ich hier so ein... So ein kleinen... Aber feinen Rahmen drum ziehen. So, 1, 2, 3. So. Und dann so. Tschüss. Bauen wir uns hier rum. Dann machen wir die Ecke wieder alt. Aua. Das Innenecke. Da ist das Bild von der Wand gefallen. Gar nicht gut. Skyblock-Werbung. Och, Menu. Hängen wir halt den heiligen Notch da oben hin von mir aus. Hast ja gewonnen. Hab ich denn gar keine Birke mehr? Scheinbar ja nicht. Ich muss dringend irgendwas gegen die Viecher erledigen. Mal gucken. Ja, ich war ja immer noch nackt. Yippie! Ruhig, Hundi, ich bin's. Keine Angst.
einfach um. Können wir uns ja zurückverwandeln. Heart of Darkness. Da wäre sogar noch eine Pilzsuppe drin gewesen. Nicht schlecht. Aber nackt macht das alles nicht so viel Sinn, glaube ich. Erstmal wieder was anziehen. Porten wir uns mal direkt zum Eingangsportal. Ich hasse es, wenn das nicht aufklappt. Oder soll ich hier noch so ein einfaches Towerwood reinmachen? Ach, ich weiß nicht. Komm, machen wir erstmal hier. So, dann lassen wir das da noch rumgehen und dann zieht sich das dann auch noch bis oben hin. Fertig ist die Brause. Oder glatt noch ein Lämpchen hier drauf hängen. Da hier eins. Und da eins. Nee, ist alles ein bisschen symmetrischer. Hatte ich gerade noch gesehen, habe ich sogar noch hier Sprouse Wood Cover. Und das nicht nur hier drin, sondern auch noch da drin. Strips, wer weiß, ob ich sie brauchen werde. Wahrscheinlich. Ach, da hätte ich sogar noch Birkenholz gehabt. Läuft. Genauso hatte ich mir das hier gedacht. Nur dass es da jetzt höher ist. Auch ein bisschen merkwürdig. Aber egal. Können wir uns vielleicht später noch drum kümmern. Dann kommt man hier oben raus und hier ist windig. Und hier werde ich dann die Etage einziehen müssen, beziehungsweise will ich die Etage einziehen, ist nur die Frage, woraus ich die mache. Ich glaube, wir müssen sogar noch eine höher gehen, damit wir hier den Fußboden hinmachen können. Ich bin auch wirklich am Überlegen, wie groß das dann nachher hier oben wird. Sich das über die komplette Breite und Tiefe erstreckt. Oder eben auch nicht. Ja, ich fürchte, da werde ich noch
noch einen höher gehen müssen. Treppen habe ich natürlich keine mehr, war ja klar. Bin ja auch wieder allerbestens vorbereitet. Aber so grundsätzlich mit der künstlichen Beleuchtung klappt das ja alles schon sehr schön. Die ist ja nicht ein Fenster in der Bude. Habe ich da oben nicht vielleicht auch? Ich weiß nicht. Eigentlich ja nicht. Ich lasse es einfach so. Schild könnte man hier noch hinmachen. Eisstadion oder sowas. Ja, und dann hier vorne. Es ist schon ein bisschen doof, dass es ungerade ist. Hier vorne könnte man vielleicht auch wohl eine Garderobe. Viecher. Ich muss mir da noch irgendwas einfallen lassen. Es muss doch hell zu kriegen sein hier in der Bude. Sag mir nicht, ich habe den Enderman jetzt angeguckt. Ah, jetzt ist hier Schluss mit Party. Da bringen sich wieder die Schmetterlinge um. Es ist so dunkel. Könnte ich noch machen. Sitzt der da oben rum? Was ist denn sowas? Und du wirst auch nochmal irgendwann eine Zecke. Also, ich meine jetzt Zeckenzecke, keine Fußballzecke. Habe ich ja im Grunde auch keine Ahnung von. Ja, was gibt denn der Rucksack sonst noch so her? Ich könnte hier drüber natürlich auch nochmal den Hauken bauen. Wie er auch hier draußen schon dran ist. Da oben. Aber dafür brauche ich wahrscheinlich wieder Sachen, die ich gar nicht dabei habe. Das habe ich doch. Und dann sind noch so Sachen wie Bücherei hier oben drin. Bahn, die alles verbindet. Vielleicht kann ich ja mal so ein paar Sitzgelegenheiten hier so mache ich einfach mal. Gucken wir uns das mal an, wie das aussieht. Ja, ist natürlich schade, dass das alles jetzt so ungerade ist.
wo hatte ich denn die Tische? Ich habe doch gerade noch Tische gesehen hier. Ich würde sagen, ist schon okay so. Da müsste man dann auch noch ein Lämpchen hinstellen. Hab jetzt aber natürlich kein Schreibtischlämpchen dabei. War ja klar. Und auch nicht mehr entsprechend genügend Sitzgelegenheiten. Gewitter. Nur noch die hier so hinsetzen und dann auf die Seite dann den noch daneben. Immer noch zu dunkel. Meine Fräse nicht. Ratten im eigenen Haus. Brauchen mehr Licht. Gar nicht so rumzumeckern, Andy. Hier, die Tür, dann zu dem, ja, ich würde mal sagen, das ist jetzt der rote Salon. Daneben gesprungen. Na komm schon. Ist nur die Frage, in welchem meiner 70 Rucksäcke ich denn jetzt da das Fichtenholz versteckt habe. Bah, tote Ratte auf Tasche. Braucht doch keiner. Dann machen wir da unten auch das Holz rein. Genau. Finde den Fehler. Heute echt wieder so unkonzentriert. Den hätte es eigentlich nicht gebraucht, aber egal, lassen wir den mal. So sieht schon besser aus. Ecken noch? Wie gesagt, kommt dann hier
schon mal einen Raum rein. Der rote Salon wahrscheinlich. Da wird es dann auch irgendwann nicht mehr drin schneien, so wie jetzt. Aber da muss ich mal gucken, wie groß ich den dann mache, bis wo das dann geht. Und wie ich den Teppichboden dann mache. Da werde ich dann, wie gesagt, wahrscheinlich rote Wolle nehmen. Das Ganze dann auskleiden. Ja, ihr merkt vielleicht schon, dieser Stream hat keinerlei Konzept heute. Und ich lebe quasi aus dem Koffer, beziehungsweise aus der Tasche. Ey, das kann doch nicht wahr sein, ey. Was kann ich denn da machen? Da oben hängen schon Lampen, hier hängen überall Lampen. Dann gehe ich hin und setze hier noch Lampen hin, da noch Lampen hin. Ich wüsste nicht, wo ich noch mehr Lampen hin. Hinpacken und herzaubern könnte. Hey. Müsste ich mir mal welche bauen. Aber ich muss so viel bauen. Und ich finde irgendwie keinen Anfang und weiß ich nicht. Kommen heute irgendwie da nicht so in die Puschen. Ich hatte mir schon überlegt, vielleicht hier oben dann hinzugehen. Und den kompletten Fußboden aus Blech zu machen, weil ich habe so viel Tin, dass ich das wahrscheinlich über kurz oder lang sogar dann auch bewerkstelligt bekommen könnte. Dann den kompletten Fußboden aus Blech zu machen. Oder aus Kupferblöcken. Irgendwie sowas. Ist Kotzpuppe denn online? Nein, Kotzpuppe ist nicht online. Männer kann man damit nicht töten. Ich verstehe zwar nicht warum. War schneller als der Pfeil, aber. Boah. Schon wieder Skelette. Hat denn von euch vielleicht noch jemand irgendwie eine Idee, wie man das dann hier heller machen könnte? Was den Stil nicht ganz so versauen würde? Headshot! Wäre mal ganz interessant, ob ihr nicht noch irgendwelche Vorschläge hättet, wie wir hier mehr Licht in die Bude bekommen. Invertierte Roadlamps wollte ich jetzt hier nicht unbedingt einbauen, aber so grundsätzlich. Ich habe ja noch diese Caged Lamps, obwohl das würde sich dann wahrscheinlich vom Design ja auch mit denen da oben irgendwie beißen. Ich könnte von denen eventuell noch mehr aufhängen, wäre ja auch eventuell eine Möglichkeit, obwohl sie hängen schon ziemlich hoch. Also wenn ich selbst wenn ich hingehe und hier Lämpchen hab, dann ist hier trotzdem noch dunkel. Aber ich könnte natürlich hingehen und dann. Ja, da noch irgendwelche Lampen hinmachen, ja, ich weiß nicht. Das passt da nicht zum Design. Sieht dann doof aus. Find ich jetzt. Ja, und mit dem Bogen bin ich ja auch noch nicht fertig. Sieht echt nur so dran geflanscht aus. Und was natürlich auch noch nicht funktioniert, das wäre jetzt hier innerhalb des Tores noch nach oben kommen. Man muss also quasi schon zwangsläufig hier zu einem der Türme hin.
Ja, hier sind wir richtig. Auch so eine Sache, dass man... Ja. Ja, hier Bücherei. Da werde ich mit Sicherheit auch noch einen Durchbruch machen. Wirklich am Überlegen, ob ich das hier nicht noch ein bisschen anders gestalte vom Eingang her. Dann fehlen da in den Türmen noch die Aufzüge, die ja auch eigentlich erstmal sinnlos wären. Ja, es ist noch so viel zu tun hier. Dann muss das noch irgendwie zugemacht werden oder... Bin auch am Überlegen, ob ich hier nicht noch einen Turm vorsetzen soll, mittig, dann etwas höher als die äußeren. Und nachher dann trotzdem in der Mitte noch einen Turm, der dann richtig hoch wird. Ich weiß noch nicht. Hier schon wieder zwei Endermänner am Rumrennen. Ey, ich glaube, es hackt. Müssen wir mal gucken, bis wo wir dann diesen Raum hier ziehen könnten. Und ich weiß auch gar nicht, wie ich die Tapete dann machen würde. Ich muss mir da wirklich nochmal irgendwelche Vorlagen angucken. Müsste ich vielleicht mal morgen machen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Da oben das in Case Towerwood hatte ich mir überlegt, das werde ich da mal drin lassen. Schmetterlinge. Hier könnte ich natürlich auch noch irgendwas einsetzen. Ja, nur in der Mitte. Ja. Ping! Oh, ein Kaninchen. Wie schön. Ich habe sogar Knochen. Kann ich hier mal den Rasen düngen. Hicks. Und hier noch. Da noch. Hier kann man sich dann ja irgendwelche gemütlichen Gartenbänke hinsetzen oder Stühlchen. Ein bisschen hier im kühlen Schatten der Sonne ein warmes Getränk nehmen. Ich glaube, andere Stühlchen oder so hatte ich nicht mehr. Nee. Die Holztische. Alles ein bisschen krumm und schief. Aber ich würde sagen, schief ist modern. Also wie gesagt, wenn ihr noch irgendwelche Ideen haben solltet, wie ich dann hier zum Beispiel den roten Salon gestalten könnte. Weil da habe ich ja auch entsprechend die farbigen Möbel, dass, wenn es denn zum Update kommen sollte, können wir dann ja auch
andersfarbige Möbel bauen. Das wird ja dann noch das Lustige sein. Ah, Kotzpuppe joint the game. Da könnten wir ja eigentlich mal gucken, wo der sich so befindet. Und dem mal ein bisschen zuschauen. Pupu. Nicht Pupu, sondern Puppe. Guten Tag. Was ist er denn hier? 2014er Rebknorze Dornfelder. 2013er Pensington Gesichtsstanze. Ah. Ich glaube, ich weiß, wo wir hier sind. Ganz im Süden. Hier geht's runter in die Mine. Ja, muss ich ja auch nicht. Kotzpuppe beim Kochen zu gucken. Sein Garten. Und hier geht's runter zum Wasser. Riesenfisch. Ist das laut? Ah, Tomaten sind reif, ja. Hat er sogar recht. Muss das echt mal einstellen. Tja. Laut alles. Die menschlichen Sounds, die sind eigentlich gar nicht so laut. Was rührt den Dor? Lege ich mich halt mal bei ihm ins Bett hier irgendwo. Hat er doch mit Sicherheit ein Bett. Ah, hier. Aber wer soll denn bei dem Krach überhaupt schlafen? Was rührt den Dor? Die Waschmaschine? So laut? Das ist ja infernal. Doch lieber Meeresrauschen. Ja, ein sehr schickes Stückchen Land, das er sich hier ausgesucht hat.
der Nähe von dem Vulkan. Wie gesagt, im absolut südöstlichsten Zipfel von Haukenland. Bisher. Dein Haus bewundert. Gegen die Rochenplage. Jeder Schuss ein Treffer. Ich glaube, die Rochenplage hat sich gleich erledigt. Oder sie tauchen unter. Hai haben wir auch schon. Weggehoppelt seine Kopfbedeckung. Wie gesagt, ein infernaler Lärm. Ich sehe gar nicht, dass die so laut sein können. Na komm zu Papa. Müssen ja auch irgendwann mal Level 179 schaffen. Ups! War ich mal wieder ein bisschen flott unterwegs. Hüpf! Ja, aber wie schon gerade mehrfach betont, sehr schick. Sehr schick. Mm-hmm.
Ja, die Kopfbedeckung. Das ist das Problem, weil er guckt den Stream nie. Er sieht mich also nicht. Weiß da nicht immer, was ich da gerade mache. Boah, noch ein Haifisch sein, kann er sich ein Schwert draus bauen. Oder zwei Finketten, ey. Zähne. Kaninchen. Ja, natürlich. Am Kaninchen. Kette ist besser. Wo sieht das nämlich aus? Jo. So sieht's aus. Müsste eigentlich. Wenn ich das nicht wieder mit meinem Dummkopf vercheckt habe. Müssen wir mal ausprobieren. Ich habe ja alle Rüstung. Nein, geh nicht ins Wasser. Ich werde es Ludwig nennen. Tausendfach. Ja, am besten ist natürlich sowieso. Wo ist er hin? Naja. Ich denke mal, er wird jetzt farmen gehen. Aber hier von den Lampen wollte ich mir dann noch welche bauen und die dann entsprechend dann auf den Tisch in dem Flur setzen. Aber wenn er jetzt auch abgehauen ist. Na dann, dann hau ich auch mal ab. Und ich hoffe, dass trotz dieses komplett unkoordiniert chaotischen Streams ihr bei dem doch zumindest ein ganz klein wenig Spaß gehabt habt. Und vielleicht dann auch morgen Abend wieder einschaltet. Morgen ist Freitag, heißt eigentlich Abenteuerzeit. Muss ich mal gucken, weiß ich noch nicht. Muss ich mich nochmal mit Dr. Snone irgendwie kurz schließen. Diesen Samstag werden wir auf jeden Fall Game of Thrones, die zweite Folge der ersten Staffel, spielen. Ich habe es mir noch nicht bei Steam gezogen, aber es müsste ja eigentlich verfügbar sein inzwischen, weil ich auch schon Let's Plays gesehen habe. Und auch die Raketenboden, also zumindest mit der ersten Folge angefangen haben. Und ich bin auf jeden Fall wirklich gespannt, wie es weitergeht. Aber dazu, wie gesagt, Samstagabend mehr. Für heute bedanke ich mich fürs Zusehen. Denkt daran, lasst mir ein Abonnement da, beziehungsweise ein Follow bei Twitch, die euch nichts kosten. Genauso wie auch mein Twitter-Account unter @rotzkocher. Da erfahrt ihr dann immer, wenn ein Video veröffentlicht wird, ein Livestream beginnt oder ich irgendeinen Quatsch tweete oder retweete. Zu finden in der Regel so ziemlich überall unter Rotzkocher. Jetzt wünsche ich euch noch einen guten irgendwas. Und wenn ihr mögt, hoffe ich zumindest, dann sehen wir uns morgen Abend wieder. Und bis dahin macht's gut. Ciao!